hört. Und man kann selbst nichts dagegen tun. Und das ist der Hauptgrund, warum ich hier bin. Und wenn ich noch etwas sagen darf, also ich habe für mich so nach und nach auch merken müssen, wach werden müssen und feststellen müssen, dass wir wirklich in einer Matrix hier leben. Und es war sehr erschreckend für mich. Ich habe Monate gebraucht, das zu verarbeiten. Ja, und was ich auch gemerkt habe, ist, dass wir irgendwo alle selber schuld sind. Denn wir haben alle bequemerweise Verantwortung abgegeben an andere. Und meiner Meinung nach müssen wir erstmal wieder lernen, selbst Verantwortung zu tragen und alles, was damit zu tun hat. Und das ist sehr schwer, das ist nicht einfach. Ich denke, das muss man erstmal lernen. Und es gibt ganz viele Bereiche, wie ich jetzt auch gehört habe, die eben nicht stimmen auf dieser Welt. Die einen sagen, sie möchten gerne aus dem System aussteigen. Ich bin da anders, das gebe ich zu. Ich möchte gerne in einem System bleiben, aber ich möchte gerne, dass das System sich verändert. Und zwar für die Menschen. Für die Menschen auf dieser Welt. Und ich möchte auch, dass die Gesetze endlich wieder den Menschen dienen und nicht die Menschen den Gesetzen. Das reicht fast. Danke. Hier haben wir noch jemanden. Wenn noch jemand. Ja. Ganz, ja, jetzt doch nicht. Sie wollte die ganze Zeit was sagen, aber doch nicht. Oder vielleicht doch? Nein? Okay. Hauptsache, sie hätte gedürft, wenn sie gewollt hätte. Nochmal, willst du das bescheiden, ne? So, will noch wer? Wer hat noch nicht? Ich wollte was, aber ich wollte ein bisschen Kontra geben. Naja, kannst ja ruhig, es geht ja nicht um Kontra, geht um die eigene Meinung, darf jeder. Ob das Kontra oder Pro ist, jedem seine Sache. Also ich wollte zum ersten Mal sagen, also mein Name ist egal, ich sage Ihnen den jetzt nicht. Spielt auch keine Rolle. Ich denke mal, es kommt darauf an, was ich sage und nicht wer ich bin. Und ich bin mit euch alle im Einklang mit Weltfrieden und den inneren Frieden zu finden. Allerdings finde ich, dass es, ihr sagt es zwar so einfach, aber in dem Sinne funktioniert das nicht. Denn solange jeder Mensch eine natürliche Gier hat, wird auch immer diese Gier ausgeweitet und somit will jeder Mensch mehr. Das ist natürlich, genauso wie es natürlich ist, dass jeder Mensch essen muss. Von daher finde ich, würde der Frieden beginnen, indem man wirklich das System ändert. Und das System können wir nur ändern, wenn jeder Mensch, auch die, die jetzt hören, und zwar uns nicht sehen, aber uns hören, wenn die begreifen, dass es so langsam nicht mehr weitergeht. Und vor allem sollten wir, weil wir sitzen hier alle in der Runde und wir sind ja im Prinzip im Einklang und wir sind im Großen und Ganzen einer Meinung. Aber es geht ja darum, dass wir die Leute da draußen animieren, uns herzukommen. Denn wenn wir hier einfach nur mit der Zahl von 20, 30 oder 40 Leuten bleiben, dann werden wir nichts erreichen. Wir müssen bundesweit, sind wir ja auch schon aktiv, aber wir müssen auch hier in der Stadt, dass die Leute endlich begreifen, dass die zu animieren, hierher zu kommen und sich gegen das System zu stellen. Und nur so könnte man irgendetwas in der Art bewegen, denn ein Weltfrieden entsteht nicht einfach dadurch, dass jeder sagt, ja, wir sind jetzt alle friedlich und wir tun jetzt nichts, sondern es müssen ja bestimmte Voraussetzungen herrschen. Ne? Und dazu gehört nun mal, dass dieses Zinssystem abgeschafft wird. Und ja, und ich bin einfach der Meinung, dass es zwar schön klingt, aber im Endeffekt nichts bringt, wenn nicht alle mitmachen oder wenn es keine Gründe gibt. Warum sollte ich denn von der Couch aufstehen und den Fernseher ausmachen, wenn es doch so gemütlich ist? Ne? Es müssten ja eine, in der Menschheit geschieht ja nichts, ohne dass etwas geschehen muss. Ne? Der Euro wurde eingeführt, weil es den Anschein hat, dass es so sein muss. Nicht, was zwar natürlich falsch ist, ne? Da musste nicht sein, das ist ja totaler Bullshit, meiner Meinung. Aber das finde ich in so im Großen und Ganzen was, wo ich Kontra geben muss, weil es herrschen auf der Welt wirklich Kriegszustände, gerade jetzt in der Ukraine. Und ich möchte auch jetzt mal da ein bisschen rüberschwenken, weil eigentlich wollte ich dazu mal was sagen. Ich war zum Beispiel am Freitag mit ein paar Leuten bei einem Wahlkampf
Saarlouis bei Frau Merkel. Und ich war echt enttäuscht. Ich war aus zwei Punkten enttäuscht. Einmal, dass so wenige Merkel-Kritiker vor Ort waren. Wobei doch jeder weiß, dass im Prinzip will ja eigentlich keiner das Freihandelsabkommen. Ne? Und wir standen da und hatten Schilder gegen das Freihandelsabkommen. Aber wir waren gefühlte 20, maximal 30 Leute. Und es waren, weiß ich nicht, vielleicht 2.000, 3.000 Merkel-Befürworter. Das war sogar Frau Merkel persönlich da. Es war McAllister persönlich da. Es war auch der Jean-Claude Juncker persönlich da. Und auf uns wurde herabgesehen, als wären wir irgendwelche verrückten Leute. Wären dabei sind wir ganz normale, ich denke mal, die meisten haben auch einen Job, haben Familie, haben Kinder und gehen ihren ganz normalen Leben nach. Aber ich fand das sehr enttäuschend, dass jeder sagt irgendwas dazu, dass es besser werden muss. Aber im Endeffekt, gerade Saarlouis ist ja nicht weit weg, ist eigentlich keiner gekommen. Ich hatte mich echt gefreut, wenn mehr da gewesen wären. Zumal es waren Rentner da, ne? Leute, die sich eigentlich einen Dreck drum scheren können, weil die eh schon in Rente leben, sind trotzdem dorthin gekommen und haben sich dafür eingesetzt, dass es für uns besser wird. Ne? Und ich finde, diese Wahlkampfveranstaltung hat mir wieder gezeigt, dass die Demokratie immer noch nicht in Deutschland ist und auch wahrscheinlich nie war. Denn nach 15 Minuten kam die Polizei und hat einfach mal die Schilder weggenommen und die Schilder zerrissen und ist einfach vom Platz verwiesen. Ich denke mal, einige haben das auf Facebook oder auf YouTube verfolgt. Und ich war wieder entsetzt und keiner der Polizeibeamte oder Dienste sind ja keine Beamte eigentlich, konnte auch nur eine plausible Antwort geben. Ne? Auch wenn er gesagt hat, ja, nach Versammlungsrecht hätte man das anmelden müssen. Ne? Aber die Tatsache, dass die Zins... Ja, ich weiß nicht, ob es angemeldet war, die irgendwelche haben gesagt, es war doch nicht angemeldet. Ach, es war doch angemeldet. Ja, gerade dann hätten die das nämlich nicht verbieten hätte können. Auch wenn die sich darauf beruft haben, dass die Veranstaltung von der CDU hätte, darf ja nicht gestört werden, ist ja genauso Meinungsfreiheit. Allerdings hätten die unsere Schilder nicht kaputt machen müssen, ne? Und auch nicht vom Platz verwiesen, ne? Ich verstehe nicht, wieso man überhaupt jemanden vom Platz verweist, wenn er eigentlich gar nichts macht, wenn er keinen schlägt, irgendwelche Sachen, kriegsverherrlichende Sachen sagt, sondern einfach nur seine Meinung kundtut und dadurch einfach vom Platz verwiesen wird. Ja, was wollte ich da noch sagen? Ja, und wie gesagt, das Ereignis am Freitag hat mir gezeigt, dass die Demokratie immer noch nicht in Deutschland ist und vor allem fand ich es wirklich schade, dass doch so wenig gekommen sind, obwohl doch sehr, sehr, sehr viele. Es müssen ja nicht nur die Leute sein, die hier sind und systemkritisch sind, sondern auch vor allem Leute, die einfach nur gegen das Freihandelsabkommen sind, weil jeder weiß, dass auch wenn die Transparenz geschaffen würde beim Freihandelsabkommen, jeder weiß, dass durch die Schiedsgerichte, wenn die amerikanischen Großkonzerne ihre Produkte hier nicht auf den Markt bringen können, werden die dann klagen und die werden gewinnen und zwar in Millionenhöhe. Und warum? Weil natürlich die Richter keine beamtierten Richter sind, sondern einfach nur irgendwelche Leute, die dahingestellt werden und dafür Geld kassieren, dass sie einfach nur für die Konzerne sprechen und das wer nicht. Und ich habe am Samstag zum Beispiel, ich hatte ein bisschen Zeit und dann hat mich irgendein SPD-Kreisabgeordneter gefragt, ob ich nicht wählen will oder was auch immer. Das ist ja egal, was ich zu ihm gesagt habe. Ich hab ihn aber dann mal gefragt, was seine Meinung denn zu der aktuellen Lage ist. Und wo ich wiederum fasziniert war, ich habe ihn gefragt, was hält er denn von der Situation in der Ukraine? Ne, dass da jetzt Wahlen sind, wo eigentlich hätte keinen sein dürfen. Ne? Weil man kann nicht wählen, wenn Bürgerkrieg dort herrscht, ne? Und dass die deutsche Regierung sagt, es herrscht auch gar kein Bürgerkrieg, man muss nur die paar angeblichen Separatisten dort verscheuchen, dann ist alles wieder gut, ist ja wieder totaler Bullshit, ne? Und ich finde, ach so, das wollte ich auch mal sagen, ich finde, Weltkrieg fängt an, wenn objektive Presse herrscht, ne? Solange es keine objektive Presse hier in Deutschland oder auch auf der Welt gibt, kann gar kein Frieden entstehen, denn die Presse ist ja dafür da, damit wir das glauben, was wir glauben sollten und nicht das glauben, was richtig ist. Ne? Ich finde, das wurde hier vergessen, noch mal zu erwähnen. Also zurück zum Thema.
Ich habe ihn gefragt, was er denn zu der Situation hält und wie er denn zu den osteuropäischen oder halt ostrussischen Kräften dazu steht, dass sie dort jetzt sich verteidigen. Und daraufhin habe ich ihn nochmal gefragt, wie kann es denn sein, dass dort jetzt ein runder Tisch gemacht wird, so wie die das nennen, damit das Problem aus der Welt geschafft wird, aber keiner lädt jemanden von den pro-russischen ein. Das kann doch nicht sein, ein runder Tisch besteht doch immer aus verschiedenen Meinungen, nicht aus den Meinungen. Oh, warte. Ich kann auch laut reden, du hast es nicht. Warte, es nimmt Mikro alle Batterie all, warte. Das System manipuliert unsere Batterien. Ja, ja. Auf allen Ebenen gehen die hier vor.